Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe lange nichts auf meinem Kanal gepostet, das lag aber daran, dass ich irgendwie überhaupt gar keine Zeit hatte. Ich habe tausende Videoideen und heute kommt die erste und zwar habe ich noch nicht so richtig etwas gefunden über Finanzen im Filofax. Ihr seht, ich habe inzwischen einen neuen Filofax. Dazu werde ich auch noch ein Setup-Video machen, falls es jemanden interessiert. Ich komme derzeit kaum zum Scrapbooken, Filofaxen, was auch immer, wie ihr das nennt. Da ich echt irgendwie gerade viel in mein Telefon eher reinschreibe, statt in meinem Filofax. Trotzdem benutze ich den noch für meine Finanzen und zwar für die Finanzen, die das Auto betreffen. Das sind zum Beispiel zwei Kassenbelege, die ich jetzt hier noch offen habe. Und ich werde euch gleich dazu was zeigen und ich hoffe, dass es jemandem helfen kann, weil es zum Beispiel für die Steuer wichtig ist, die Ende des Monats abgegeben werden muss. Und bei der Steuererklärung werde ich unter anderem auch meinen Verbrauch vom Sprit angeben, weil ich einen längeren Arbeitsweg letztes Jahr hatte. Und ich hoffe, dass dadurch, dass ich das hier schön geordnet habe, ich dann auch das Geld wieder zurückbekomme. Denn es gibt viele Leute, die werfen die Kassenbons weg und am Ende ärgern sie sich, weil sie vielleicht das hätten einreichen können. Da ich nicht immer alle Kassenbons in meinen Filofax mitschleppen möchte, habe ich hier den ganzen Kram, den ich so bis Oktober gesammelt habe. Das geht von Juni bis Oktober und ihr seht, ich habe da eine Vorlage von Mrs. Vendu runtergeladen. Die nennt sich Expenses und ich habe die umgewandelt auf Autoausgaben, also tanken. Und ich würde euch gleich mal so ein bisschen zeigen, wie ich das umgesetzt habe und auch mit anderen Dingen, weil ich nicht nur das in meinen Filofax als Finanzen habe, sondern auch einkaufen und so weiter, weil ich irgendwie Lust hatte, mir mal aufzuschreiben, für was gebe ich überhaupt mein Geld aus. Da ich habe jetzt keine klassischen Finanzenübersichten, was weiß ich, jeden Monat welche Ausgaben kommen und so weiter, das habe ich in meinem PC und das weiß ich auch inzwischen aus dem Kopf. Deswegen sowas findet ihr jetzt hier im Video nicht, sondern es geht wirklich um so spezielle Ausgaben wie tanken, einkaufen, Filofaxing-Kram und so weiter. Falls es sich euch interessiert, dass ich ein Setup zu den schönen Temperley, ich sag's immer falsch, deswegen muss ich nachgucken, mache, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, dann weiß ich Bescheid, dann nehme ich mir nochmal Zeit, um da ein Setup-Video zu drehen. Jetzt aber zurück zu den Expenses. Das sind jetzt knapp 2 Monate. Ihr seht, ich musste ziemlich oft im Monat tanken. Und das waren halt auch immer ziemlich hohe Ausgaben, zwischen 60 und 80 Euro meistens. Auch mal ein bisschen weniger, aber da habe ich halt früher getankt. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, wie der Tankpreis war. Zum Beispiel war der am 1.6. noch bei 1,41 Euro und am 26.9. bei 1,26 Euro, beziehungsweise sogar am 5.10. bei 1,23 Euro. Das ist vielleicht für andere total uninteressant, aber für mich war es halt interessant, wie der Verbrauch zum Geld, zum Preis und zum Tankpreis war. Das hat mich halt interessiert und es ist halt schön übersichtlich, weil ich jetzt alle Kassenbons wirklich der Zeit nach geordnet hier hinten dran habe. Aber jetzt zum Filofax. Ein kleines Setup-Video ist das ja schon. Ich habe mir den Temperley zufällig, habe ich den im TK Maxx entdeckt und ich dachte mir so, irgendwie wolltest du schon immer mal ein Portemonnaie haben. Da hatte ich ja dann diesen kleinen Morden, der aber irgendwie nicht so meins war. Dann habe ich den Temperley gesehen und dachte mir so, okay, vielleicht könntest du den als Portemonnaie umbauen. Bisher habe ich es noch nicht gemacht, weil hier ist eigentlich total viel Platz drin für Sachen. Und für Karten vor allen Dingen, weil ich habe so viele Karten, deswegen ist es dann auch am Morden gescheitert. Und man hat hier auch für das Kleingeld einen Zipper. Aber das alles kommt dann im Setup-Video. Hier in die Seite tue ich dann meistens die Kassenbons rein, die ich noch nicht eingeordnet habe oder wo ich noch keine Zeit habe. Und
und im Filofax habe ich das relativ weit hinten. Habe ich auch noch Sachen noch nicht so ausgefüllt. Es gibt jetzt verschiedene Sachen. Wie gesagt, ich habe das bei Mrs. Vendu runtergeladen. Kann ich euch dann nochmal verlinken, falls ich den Link nochmal finde. Ich habe hier auch Train. Das heißt, ich bin Ende Dezember, Anfang Januar noch mit dem Zug gefahren. Da habe ich mir alle Zugtickets aufgehoben. Die brauche ich nämlich, weil ich nämlich dann heute noch die Steuererklärung mache. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass man diese Einlagen für super viele Dinge benutzen kann. Nicht nur für das, was ich jetzt euch vorschlage oder zeige, für was ich sie benutze, sondern ihr könnt sie auch auf jegliche andere Sachen ummünzen. So, und ich habe die ganz zufällig gefunden, was mich dann umso glücklicher gemacht hat, dass ich sie für so viele Sachen benutzen kann. Nächstes ist dann fürs Auto noch die Ausgaben. Da seht ihr, da bin ich noch nicht so weit gekommen. Das würde ich mit euch jetzt gerne einfach eintragen. Wenn ich wüsste, wo mein Stift ist. Irgendwie der Stift abhanden gekommen. Ich nehme das mal der Einfachheit halber raus. Das ist nämlich auch das Coole an den Templay. So, jetzt habe ich das hier schön liegen. Ich nehme mir jetzt erstmal einen anderen Stift. Das ist hier nicht so schlimm, weil ich da nicht so drauf achte. Ich benutze übrigens immer noch die Frixen Stifte. Die habe ich jetzt schon 2 Jahre und die funktionieren immer noch. Das Gute ist, falls ich mich verschreibe, kann ich es wegradieren. Ich habe hier auch hingeschrieben, für was es ist, ob ich es gebraucht habe und oder ob ich es wollte. So sehe ich auch, ob es für die Arbeit war oder eben nicht, weil ich kann ja nicht die Freizeitkassenbons dann eingeben oder einreichen. Und sehe so, wie oft bin ich nur wegen der Arbeit tanken gewesen. Das kann man zwar nicht so pauschalisieren, aber wenn man weiß, okay, die ganzen letzten 3 Wochen bin ich nur hier von A nach B, von Arbeit nach Hause gefahren, dann kann man das sehr wohl ganz gut einschätzen. So, ich schreibe mir, wenn ich tanke, immer die Reichweite oben drauf, sodass ich das dann besser übersichtlicher sehen kann. Jetzt muss ich nach den Daten gucken. Das war am 12. Das war am 7. Also schreibe ich mir jetzt hier auf, 7.5. getankt für 1,34 €. Über 64 Euro. Ich schreibe auch hin, wo ich es gemacht habe, dass ich dann die Kassenbon natürlich schneller wieder finde. Wenn ich das sehe, okay, es war jetzt dort, dann sehe ich das natürlich schneller. Und dann schreibe ich mir noch die Reichweite auf und dass es für die Arbeit war. Anschließend falte ich den meistens einmal und hänge den einfach hier so hinten dran. So. Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, um seine Finanzen als Beispiel. Was ich noch mache, habe ich ja schon vorhin angesprochen. Ich schreibe auch Sachen aus, wo ich eingekauft habe. Jetzt habe ich leider seit gut 5 Monaten nichts mehr eingetragen. Das lag daran, weil ich nicht mehr so auf den Filofax benutzt habe und zweitens, weil mir aufgefallen ist, dass ich sowieso nur 2-mal im Monat einkaufen gehe und die anderen beiden Male mein Freund das übernimmt und deswegen habe ich gemerkt, okay, du schreibst jetzt hier nur noch Sachen ein, wo du weißt, okay, da hast du irgendwas Bestimmtes gekauft und das war jetzt seit letzten Dezember nicht mehr der Fall.
Ich habe dann auch noch eine für mein Hobby. Neben dem Filofaxing ist es das Modellhubschrauberfliegen. Und ich habe seit 21.09. nichts mehr gekauft. Und das ist mal für mich sehr ein super Ergebnis. Und ich habe dann halt auch eine Übersicht, wirklich, wann habe ich das letzte Mal wieder was gekauft. Und das gibt mir natürlich die Chance, besser zu beurteilen, okay, ich spare auf irgendwas, kann ich mir das jetzt leisten, wann habe ich das letzte Mal wieder was gekauft. Dann habe ich halt nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, okay, du hast letztes Mal im September das letzte Mal was gekauft. Und ich weiß dann halt, wann ich es gekauft habe. Dann habe ich noch Filofaxing und da habe ich auch im September das letzte Mal was gekauft. Und zwar die Einlagen hierfür. Und da habe ich mir auch die Belege aufgehoben. Und das Gute ist an diesen Tabellen wirklich, dass man viel Platz hat, die auf Personal, A5, was auch immer ihr benutzt, verwenden kann. Und ich finde auch schön, dass sie wirklich so clean sind. Man muss wirklich nichts verändern. Man hat wirklich alles dabei, was man brauchen könnte. Es gibt ja viele Einlagen, die sind so voll mit Sachen, die man gar nicht braucht und so überlastet. Und das ist bei diesen Einlagen nicht der Fall. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Das ist jetzt nämlich schon zu Ende, weil mehr habe ich gar nicht an Ausgaben, weil ich mich wirklich nur für diese Dinge interessiere und dann auch wirklich nur diese Dinge drin haben muss, weil ihr seht, der Temple Day ist nicht so der dickste mit dem Ring her. Aber ich wollte euch das jetzt nur einmal irgendwie gezeigt haben, weil ich irgendwie noch gar kein Video dazu gesehen habe. Außer irgendwie, dass sich Leute, die Ausgaben, die sie monatlich haben, einfach nur aufgeschrieben haben. Und dann am Ende halten sie eh alles zu, weil sie nicht zeigen wollen, für was sie ihr Geld rauswerfen. Also deswegen habe ich jetzt hier auch nichts verdeckt, weil es sind wirklich nur ganz normale Sachen, die man so sich kauft, so Alltagssachen. Und das wollte ich einfach nur zeigen, weil es mich selbst auch irgendwie immer interessiert hat. Mensch, wie machen die das denn, die anderen? Haben die denn überhaupt solche Übersicht? Und deswegen habe ich das mal gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt, Kommentare, wie macht ihr das überhaupt? Vielleicht Videoverlinkungen oder sowas. Ihr könnt gerne mich auf euren Videos verlinken und dann schaue ich mir das an. Und dann vielleicht gibt es ein neues Finanzen-Setup-Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über Feedback jeglicher Art. Ach so, was es noch zum Geld zu sagen gibt. Ich versuche auch wieder dieses Jahr bei der Money Challenge mitzumachen, aber wie ihr seht, habe ich noch nichts geschafft. Ja, der Geldsegen kam noch nicht, um das auszufüllen. Ich eiere gerade auf letzten Reserven. Deswegen hat sich hier im Filofax auch noch nicht so viel getan. Aber ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, Kommentare, Likes. Folgt mir auch gerne auf Instagram, das verlinke ich euch hier auch gleich nochmal. Abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Das zeigt mir, dass es jemanden gibt, der sich dafür interessiert. Und deswegen mache ich dann vielleicht noch ganz, ganz viele weitere Videos. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Tschüss!